So, ich gehe erstmal einmal vor die Tür, weil so gerne ich die Musik in der Ranger-Basis mag, weil die auch sehr nostalgisch für mich ist, so nach 60 Sekunden geht die mir tatsächlich irgendwann auf den Keks. Seht ihr den Opi da links? Der will mich, das sehe ich, wenn auch nur zu einem Drittel. So, lass mich kurz überlegen. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall. Was tun Radfratz und Kinoso da eigentlich? Ich glaube, die verstehen sich echt gut, oder? Das sieht aus, als wenn die einfach eine sehr angeregte Konversation hätten da unten. Wir haben beim letzten Mal auf jeden Fall Aufträge gemacht. Einige. Dann waren wir am Meeresboden, weil Stegner den Schlüssel für die Zugbrücke hat fallen lassen bei seiner kleinen Schwimmtour. Und haben da auf jeden Fall den Schlüssel zurückgeholt. Das war auch eine sehr schöne Mission unter Wasser. Hinterher der Auftrag mit Luminion war nicht ganz so schön. Wir waren im Ranger-Hauptquartier und waren noch bei den Wagnis-Klippen. Und unterm Strich versuchen wir aktuell irgendwie verzweifelt Team Nachtschatten und die Kongiga-Einheiten aufzuhalten. Das ist so der Stand der Dinge. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Aufträge offen, die ich jetzt zuerst gerne noch machen möchte. Da ist noch einer in Havebrück, der einen nass genäht möchte. Aber da muss ich, glaube ich, bis zur Ozeanhöhle zurück. Das ist schon ein ganz schöner Fußmarsch. Dann im Briseforst ist noch jemand. Dann der Opi direkt neben uns, der scheinbar ein Evoli möchte. Und du bist noch in Schikolingern. Also noch zwei Leute in Havebrück. Einer im Briseforst und einer in Schikolingen. Okay. Dann nehmen wir die zuerst. Und wie immer gilt bei den Aufträgen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwas super Wichtiges ist, wo ich mir denke, okay, das möchte ich auf jeden Fall so vorlesen, werde ich einfach nur überfliegen, was gesagt wird. Und wir können auch nebenbei über andere Dinge reden. Gerade wenn ich zum Beispiel sehr viel laufen muss, dann bietet sich das natürlich immer an. Unser Evoli hielt die heimische Herumstreiterei für herzzerreißend und huschte aus unserem Haus. Das ist manchmal das Schlauste, was man machen kann, tatsächlich. Wenn sich zwei Leute streiten und man nichts damit zu tun hat, einfach das Weitersuchen. Wir sollen auf jeden Fall das verschollene Evoli suchen. Ich glaube, das ist aber sogar in Havebrück. Da müssen wir gar nicht so weit laufen. Es liebt die Meeresbrise. So, dann, ja, nicht da rein, direkt zum Hafen. Aber ich finde, die Aufträge gehören irgendwie einfach dazu. Ich meine, selbst wenn man die nicht macht, hat das Spiel immer noch ordentlich was an Content. Also ich glaube, die Hauptgeschichte ist sowieso auch schon länger als die in Ranger 1. Und man hat auch noch ein bisschen Postgame auf jeden Fall. Aber ich finde die einfach immer super schön. Du bist kein Evoli. So fürs Worldbuilding, für die ganzen Boni. Und wie gesagt, man kann halt auch echt gut nebenbei so ein bisschen quatschen, was ich immer ganz schön finde. Juhu! Oh, hallo. Weil gerade bei manchen Hauptstory-Missionen ist es nun mal einfach so, du kommst nicht wirklich dazu, viel zu sagen, weil einfach viel Text vorhanden ist. Also da musst du entweder das Spiel wirklich so extrem gut kennen, dass du genau weißt, wann du was erzählen kannst und wann nicht. Oder dein Satz wird einfach abgehackt zwischendurch. Wobei das generell beim Streamen gerne mal passiert. Du bist gerade über irgendwas am Reden und dann passiert irgendwas und du musst es mal wieder aufhören und man verliert schnell den Faden irgendwann. Hallo? Aber ich glaube, das ist ganz normal. Wenn du das Spiel hast, auf das du dich konzentrieren musst. Und wenn es nur rumlaufen ist, aber selbst beim Rumlaufen musst du zumindest aufpassen, nicht irgendwo hängen zu bleiben, zum Beispiel. Also so ganz geistesabwesend kannst du das auch nicht machen. Dann kommentierst du das Ganze natürlich auch noch irgendwie. Du möchtest ja jetzt auch nicht unbedingt immer nur Quatsch erzählen. Ein bisschen Quatsch ist natürlich gut, aber sollte ja auch Hand und Fuß haben. Dann hast du noch den Chat, auf den du natürlich auch noch achten möchtest, den du beim Reden quasi auch noch mitliest. Und wenn dann natürlich irgendwas passiert, dann ist es ganz normal, dass du mal kurz ins Stocken gerätst oder auch mal vergisst, wo du quasi gerade warst. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Das gehört irgendwie einfach dazu. Oh, Kiert!
Dankeschön, dass du 5 Subs verschenkt hast. Super lieb von dir. Ich will nicht in das Vulkano reinlaufen. Dankeschön. Das ist übrigens auch immer super witzig beim Spielen. Ich gucke ja quasi gerade nach unten, während ich laufe. So ein bisschen. Und du guckst dann... Darf ich? Du guckst dann ja nicht in den Chat unbedingt und du hörst quasi den Sub-Sound und denkst dir so, ah, okay, da kam ein Sub rein und dann kommt noch einer und noch einer und noch einer. Und denkst dir so, okay, vielleicht sollte ich doch mal langsam gucken. So, wir haben Evoli auf jeden Fall. Evoli ist so ein bisschen seelenlos. Aber gut. Ja, geht ihr mal. Wollt ihr das Radfratz doch mitnehmen? Das ist irgendwie auch ziemlich hyped. Ich glaube, dieses Stream-Format war für viele von uns anfangs noch sehr ungewohnt. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn irgendwas neu ist oder man irgendwas anderes gewöhnt ist. Ich sag mal, die Let's Plays, die ganz klassischen, die man 2000... Wann fing die Let's Play-Zeit an? 2009 oder so? Das war ja auch erstmal komplett ungewohnt und komplett neu irgendwie. Und das hat mit Sicherheit auch nicht jedem gefallen damals. Und das fanden mit Sicherheit viele auch erstmal seltsam. Und das Gleiche natürlich auch bei dem Stream. Dieses, dass man quasi wirklich live in dem Moment spielt und kommentiert und der Chat sich damit einklingt. Ne? Das war natürlich schon... Ich muss den Typen jetzt erstmal wiederfinden. Schon natürlich auch was ganz anderes. Das hat sich irgendwann natürlich auch fest etabliert, diese Streams. Aber ich meine, dass da natürlich nicht jeder was mit anfangen kann. Und dass es halt auch viele Leute gibt, die eher diese klassischen Let's Plays bevorzugen oder bevorzugt haben. Das kann ich auch voll verstehen, weil es mir halt damals tatsächlich auch so ging. Also ich habe ja irgendwann angefangen zu streamen, weil das so ein bisschen auf dem Vormarsch war und ich das einfach mal ausprobieren wollte. Und habe dann tatsächlich, das habe ich ja quasi neben dem Let's Play noch gemacht. Also ich habe ja ganz normal meine zwischen 7 und 14 Parts die Woche hochgeladen, je nachdem, ob ich 1 oder 2 Videos hatte. Und habe dann quasi als Ergänzung dazu einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal alle 2 Wochen, wie es gerade gepasst hat, nochmal einen Stream gemacht. Gerd, Dankeschön für 26 Monate Treue. Und das war für mich immer so eine kleine Ergänzung. Also ich wollte tatsächlich nie irgendwas... Ja, ein Nassgnet. Ich wollte nie irgendwas streamen, was ich auch potenziell Let's Playen könnte. Deswegen waren solche Sachen wie jetzt Ranger 2 zum Beispiel damals für mich gar nicht denkbar, weil das halt einfach Let's Play-Projekte waren. Dementsprechend habe ich sehr viel gemacht, wie Mario Kart oder Splatoon, was eigentlich sehr random zwischendurch mal gekommen ist, weil das nicht unbedingt so ein typisches Let's Play-Projekt gewesen wäre. Und habe dann auch viel Pokémon Randomizer zum Beispiel gemacht, weil das wiederum so Sachen waren, die ich nicht unbedingt Let's Playen wollte, weil ich die nicht wirklich gut planen konnte. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich für ein Team zum Beispiel bekomme. Deswegen, das waren für mich eigentlich nur so kleine Ergänzungen zu den Let's Plays, nicht mehr und nicht weniger. Und, kleiner Fun Fact am Rande, ich fand Streams damals gar nicht so cool. Also für mich, als ich so die ersten paar Streams gemacht hatte, stand eigentlich fest, dass ich Let's Plays tatsächlich cooler finde, weil ich die natürlich ja nicht live mache. Ne? Also ich sag mal, wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist, so wirklich live zu sprechen, dann ist das schon beängstigend. Also ich weiß, in meinem ersten Stream, den ich gemacht habe, ich hatte echt Angst davor. Moment, ich bin falsch abgebogen. Und dabei hatte ich halt auch schon einiges an Let's Play-Erfahrung. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht reden konnte oder so. Aber ich bin ja auch so ein bisschen perfektionistisch. Und allein dieser Gedanke, dass ich nichts rausschneiden könnte zum Beispiel, der hat mich schon so ein bisschen kirre gemacht. Weil ich wollte meine Let's Play Parts immer so, ich sag mal, perfekt und professionell wie möglich machen. Dass man da halt auch wirklich was raus mitnimmt und eine schöne Zeit hat und so. Und deswegen habe ich auch immer sowas wie Husten oder so rausgeschnitten. Oder ne, Störgeräusche oder wie auch immer. Und wenn ich halt wirklich mal was total Dummes gesagt habe, dann konnte ich es aber potenziell rausschneiden oder den Part halt einfach nicht hochladen oder so. Und das geht natürlich bei Streams nicht, ne? Wenn da irgendwie was gesagt ist, dann ist es halt gesagt. Und das kannst du halt auch nicht zurücknehmen. Und Kiert, danke, dass du Vorox einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir.
Deswegen, das war für mich tatsächlich so bei den ersten Streams echt ein gruseliger Gedanke, dass ich da so ein bisschen, ein Stück weit, die Kontrolle abgebe. Und tatsächlich war das für mich auch unglaublich ermüdend. Weil es ist auch nochmal was anderes, Neva Georok, ob du jetzt so 20 Minuten oder 30 Minuten, ist egal, Let's Play Parts machst und jederzeit dazwischen quasi ein Päuschen machen kannst oder ob du 3 Stunden am Stück streamst, ne? Wenn du das halt auch gar nicht gewohnt bist, dann hast du halt irgendwann keine Stimme mehr und es schlägt dir auf die Konzentration und du wirst müde und so, ne? Deswegen, das war für mich schon echt ermüdend, das Streamen, aus vielerlei Gründen. Und deswegen war das für mich auch tatsächlich jahrelang nur eine Ergänzung. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also so eine Zeit lang war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, mit dem Let's Playen aufzuhören und dafür mehr zu streamen. Für mich war es immer so, Let's Playen als Hauptfokus und Streamen so nebenbei. Und das hat sich dann langsam im Laufe der Zeit tatsächlich gewandelt, ne? Deswegen kann ich das immer voll verstehen, wenn Leute sagen, hey, ich bin mit den Streams anfangs nicht wirklich warm geworden, ich fand das irgendwie nicht so cool, mittlerweile ist es vielleicht anders oder auch nicht, ist ja auch in Ordnung. Also es gibt ja immer noch Leute, die wirklich die Stream-Aufzeichnungen auf YouTube gucken, weil sie die nicht live gucken möchten, weil das einfach zu viel ist mit dem Spiel und dem Commentary und dem Chat noch nebenbei. Oder es gibt auch Leute, die die Stream-Aufzeichnungen auch nicht gucken, weil sie sagen, dass sie diese ganze Atmosphäre des Streams einfach doof finden. Ne? Das ist auch vollkommen okay. Wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn jeder die Streams bevorzugen würde. Also es gibt auch bis heute Leute, die Let's Plays bevorzugen. Manchmal bleibt es so, manchmal ändert sich das im Laufe der Zeit. Ich denke, das war für uns alle ungewohnt, dass der Fokus so ein bisschen mehr auf die Streams gegangen ist. Und ich habe mir halt auch immer offen gehalten, irgendwann nochmal Let's Plays zu machen oder das quasi irgendwann rückgängig zu machen, nach dem Motto, okay, ich habe es jetzt ausprobiert und möchte doch wieder mehr Let's Plays machen und weniger streamen. Aber die Option habe ich nie gebraucht. Weil ich mir eigentlich immer sicher war, dass das wirklich für mich die richtige Entscheidung war. Und das hat sich halt bis heute auch nicht geändert. Na? So ändern sich die Zeiten. Ja, das stimmt. Wie gesagt, es war halt anfangs alles sehr gruselig für mich. Und im Laufe der Zeit habe ich halt wirklich gemerkt, dass Streams gar nicht so professionell sein müssen und auch gar nicht so professionell sein können. Also ich meine, das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach eine Tatsache. Mit dem Chat, den ich habe, können wir nicht die ganze Zeit zu 100% professionell sein. Wir sind alles Quatschköpfe. Das funktioniert nicht. Dann hat Kai wieder irgendeinen lustigen Verschreiber, dann hat Ali wieder irgendeinen seltsamen Witz, dann kommt Leo wieder und disst Kai, dann schreit Jan im Hintergrund rum, es geht halt einfach nicht. Und Kiat, danke, dass du Isamu auch einen Sub geschenkt hast, super lieb von dir. Oder halt auch, wenn du 3 Stunden streamst, dass du zwischendurch mal husten musst, trinken musst, niesen musst, die Stimme abkackt, du dumme Sachen sagst, du dich versprichst, ist halt einfach so. Deswegen, ich glaube, so im Laufe der Zeit habe ich mich einfach mit dem Gedanken angefreundet, dass Streams einfach nicht auf diesem Level sind, auf diesem professionellen Level, wie halt Let's Plays. Und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist. Und dass irgendwie manchmal auch ganz befreiend ist, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Hauptaspekt, der damit reingespielt hat, dass es mir dann irgendwann ein bisschen besser gefallen hat. Und Fuchs, danke schön, dass du 5 Subs an die Community verschenkt hast. Super lieb von dir, danke schön. In der Zwischenzeit wurde ich von einem wildgewordenen Biber angefallen, aber das war es mir wert. Vor allem gerade erst selber gesubbt und schon nochmal 5 an die Leute verschenkt. Das ist super lieb. Es ist irgendwie auch ein bisschen authentischer, das stimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Let's Plays irgendwie gestellt waren. Aber ich meine, klar, wie gesagt, du hast sowas wie Huster oder so. Du hast das halt rausgeschnitten, oder ich habe es zumindest rausgeschnitten, weil ich mir dachte, klingt jetzt nicht so schön. Deswegen, es war jetzt nicht gestellt oder so, aber es war aufs Beste reduziert oder so. In den Streams muss man halt einfach zwangsläufig damit leben, dass da eben solche Sachen mit drin sind, weil es halt einfach menschlich ist. Und das habe ich irgendwann einfach akzeptiert.
Und Kiat, danke, dass du auch nochmal 5 Subs verschenkt hast. Meine Güte. Super lieb von dir. Mach die Füße hoch, die Subs fliegen tief. Selbst Kuro hat vor Schreck verlernt, die Emotes richtig zu tippen. Guckt, was ihr angerichtet habt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt gewesen für die Streams. Zum anderen, was für mich halt auch immer super toll war, war einfach diese direkte Interaktion, sag ich mal. Dass ich was sage und die Leute direkt darauf antworten können. Ne? Also diese direkte Interaktion war einfach immer super schön, dass man auch irgendwie auf einem persönlicheren Level mit den Leuten reden konnte. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr über euch weiß oder über euren Charakter weiß, als wenn ich nur die YouTube-Kommentare lesen würde, weil man einfach diesen direkteren Austausch hat. Ich meine, ich glaube nicht, dass ihr wirklich anders schreibt, als wenn ihr YouTube-Kommentare schreiben würdet, aber einfach diese authentische Reaktion von euch zu sehen, ohne vielleicht stundenlang über euren Kommentar danach zu denken in den YouTube-Kommentaren, das finde ich eigentlich ganz schön und ich glaube, da erfährt man auf jeden Fall auch mehr über die Leute. Deswegen, das ist auf jeden Fall auch ein riesiger Pluspunkt. Dann ist es halt sehr viel flexibler. Also ich kann auch sagen, hey, heute fühle ich mich nicht so gut, ich stream nur eine Stunde. Oder heute habe ich noch was vor, ne, ich stream auch ein bisschen weniger. Oder ich habe total Bock oder kriege diesen einen Boss in Hollow Knight nicht down und stream heute mal 5 Stunden. Ne, also es ist irgendwie, wie gesagt, in dem Punkt einfach ein bisschen flexibler und passt besser in den Alltag rein. Außerdem habe ich halt... Huch! Hallo Team Nachtschatten. Außerdem habe ich halt auch einfach den ganzen Tag zu tun. Ich arbeite den ganzen Tag an irgendwas und dementsprechend habe ich auch eher nachmittags und abends Zeit. Und da ist dann meistens Jan auch da. Und Fun Fact, ich kann es nicht haben, wenn Jan im Raum ist und ich Let's Plays aufnehme. Stream ist tatsächlich kein Problem, weil das live ist. Aber wirklich irgendwas einsprechen, sag ich mal, wenn Jan dabei ist, kann ich überhaupt nicht. Oder wenn überhaupt irgendwer da ist, kann ich gar nicht abhaben. Und bei Streams toleriere ich das auch nur, weil es Jan ist. Deswegen ist das mit den Let's Plays und wann habe ich Freizeit und wann ist Jan da und so. Heutzutage auch ein bisschen schwieriger, da sind Streams halt angenehmer. Und vor allen Dingen zum Schluss noch eben, ich bin ein Bösewicht, das gebe ich zu, okay? YouTube ist als Plattform einfach nicht mehr so gamerfreundlich und da ist Twitch auf jeden Fall mehr drauf fokussiert und auch der Support gerade für Twitch-Partner ist auch extremst gut und flott und zuverlässig. Ich kriege innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort, wenn irgendwas ist. Also ich fühle mich auf Twitch einfach mittlerweile wohler als auf YouTube. Deswegen das so alles zusammen, würde ich halt echt sagen, dass ich Streams mittlerweile wesentlich lieber mag. Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich immer Geschmackssache und ich toleriere es auch, wenn man sagt, Streams mag man einfach von der Atmosphäre her nicht. Man mag es lieber, wenn ich Pokémon Ranger als Let's Play spiele und jede Textbox vorlese, als wenn ich wie jetzt einfach random drüber quatsche. Das ist halt einfach, ne, Geschmackssache. Aber Menschen entwickeln sich eben auch weiter und manchmal ändern sich Geschmäcker auch einfach. Ich finde dich und deinen Chat sehr knuffig. Das finde ich irgendwie süß. Knuffig ist ein schönes Wort. Das nehme ich. Danke. Aber ich finde halt auch das Wichtigste für mich ist, dass sich hier auch einfach alle wohlfühlen. Ich meine, es ist vollkommen normal in so einer Community, dass nicht jeder mit jedem klarkommt. Das ist normal. Ich komme auch nicht mit jedem Menschen klar. Ne, also, und wenn man dann natürlich auf so einem Raum zusammen ist, sei es jetzt im Chat oder auf Discord zum Beispiel, natürlich schlägt man sich manchmal hier und dort die Köpfe ein und natürlich gibt es Leute, die man nicht wirklich leiden kann. Das, ne, das ist ja auch normal, dass nicht jeder jeden mag und da kann ich auch nichts dran ändern. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass User XY zu mir kommt, ja, ich finde diesen User unsympathisch. Der teilt nicht meine Meinung und verteilt irgendwelche Seitenhiebe gegen mich und ich finde den einfach kacke. Hat er gegen die Regeln verstoßen auf dem Server? Nein, ich finde den einfach kacke. Dann banne ich die Person ja nicht deswegen, ne? Also, klar, es gibt immer so ein paar Interessenskonflikte und manchmal mag man auch jemanden einfach nicht. Aber ich denke, das ist im echten Leben auch so und das ist normal. Und
Dementsprechend ist es für mich natürlich wichtig, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben und dass sich jeder hier wohlfühlt. Aber ich kann natürlich nicht jeden User bannen, den ihr vielleicht uncool findet. Also, das ist für mich dann auch nicht in meiner Verantwortung von, ich will eine schöne Atmosphäre für alle Leute schaffen mit drin, weil, ne? Das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall zu gucken, dass wir eine schöne Atmosphäre haben, dass niemand irgendwie gemobbt wird oder random beleidigt wird oder so. Und vor allen Dingen, dass ich halt so ein bisschen diese Ausstrahlung habe, dass wenn irgendwas ist, ihr immer zu mir kommen könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwer mobbt euch, irgendwer ist wirklich gemein zu euch oder irgendwer missachtet die Regeln oder ihr fühlt euch auch einfach unwohl in irgendeiner Situation, dass ihr wirklich wisst, okay, ihr könnt mich auch anschreiben und ich mache mich da nicht drüber lustig oder ignoriere das, sondern ich versuche dann auch wirklich zu helfen. Also einfach, dass so ein bisschen diese Community so ein Safe Place ist, sag ich mal, wo man keine Angst haben muss, so zu sein, wie man ist oder dass man Angst haben muss, man wird irgendwie blöd angemacht, weil man irgendwie anders ist oder so. Aber ich kann natürlich auch nicht dafür sorgen, dass sich jeder mit jedem versteht. Na? So, was möchtest du denn von mir? Nasknet haben wir ja gerade erfolgreich abgeliefert. Und du hast dein Mittagessen scheinbar verloren. Das ist traurig. Fun Fact, das ist mir auch mal passiert. Auf der Skifreizeit. Da hat eine Zimmergenossin von mir... Also wir haben uns immer so Lunchpakete geschmiert für den Tag und eine Zimmergenossin von mir hat einfach mein Lunchpaket gefressen. Sie hat es natürlich nicht zugegeben, aber ich weiß, dass sie es war. Das war echt uncool, ich musste den ganzen Tag hungern. Aber ja, wir können das Pokémon finden, was dein Mittagessen geklaut hat. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz so ein bisschen gucken, was der Chat noch geschrieben hat. So, manchmal muss ich auch mal ganz kurz gucken, was ich in der Zwischenzeit verpasst habe. So, die Frage ist, wo ist das Pokémon mit dem Mittagessen jetzt hin? Das habe ich auswendig nicht mehr auf dem Schirm, also müssen wir ein bisschen suchen. Ihr seid lieb, das stimmt. Ihr seid halt manchmal so ein bisschen... Ah, da. So ein bisschen trollig. Keckig, würde ich schon fast sagen. Also ich finde schon, dass ihr alle sehr lieb seid. Aber ihr könnt auch ein paar gute Seitenhiebe verteilen. Aber dann wiederum sollte es mich nicht überraschen. Gleich und gleich gesellt sich. Und ich bin genauso. Dementsprechend, also ich würde auch behaupten, dass ich eigentlich meistens ein netter Mensch bin. Natürlich nicht immer. Also niemand ist immer nett. Aber ich würde schon behaupten, dass ich unterm Strich eigentlich recht umgänglich bin. Aber ich kann halt, glaube ich, auch gute Seitenhiebe verteilen und gute Burns. Siehe Ali, der regelmäßig hier in Flammen aufgeht. Dementsprechend, wenn ihr damit nicht klarkommen würdet, dann wärt ihr ja nicht hier. Deswegen sind viele von euch wahrscheinlich ähnlich gestrickt. Melli, guck weg. Ich schicke es in deine Richtung. Siskui, dankeschön für 21 Monate Treue. So, wir haben den Übeltäter. Seine Lippen sind mit Ketchup verschmiert. Und es hat einen beschämten Ausdruck. Ach, Melli ist gerade nicht da. Ja, perfekt. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. So, ich habe den Übeltäter. Amidiffel ist eigentlich auch ein sehr stylisches Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich jemals eins dabei hatte. Ich weiß, als ich bei meinem Pokémon Schwarz 2 Let's Play die ganzen Turniere gemacht habe beim PWT, die musste man ja so und so oft machen, um noch mehr freizuschalten und die sind ja echt knackig, da hat mir Jan ein paar seiner Competitive Pokémon geliehen, damit ich das gut hinkriege. Und da war auch ein Amidiffel mit bei. Mit Techniker Mogelhieb eventuell? Das war echt gut. Oh, ich will auch Nachtisch. Süß.